Der Literaturclub aus dem Papiersaal Zürich. Die Ukraine, meine Damen und Herren, die Ukraine bricht auseinander. Es ist ein Bruch, der nicht nur durch dieses Land geht, es ist ein Bruch, der durch den ganzen Kontinent geht, es ist ein Bruch, der vielleicht auch die Welt wieder in zwei Lager spalten, die sich gegenüberstehen, machtstarrend, kalt und brutal. In diese politisch aufgeladene Situation spricht jetzt eine Dichterin, Katja Petrowskaja, mit ihrem Roman »Vielleicht Esther«. Es ist ein Roman, wo sie die Bruchlinien ihrer eigenen Biografie zurückverfolgt, in den Zweiten Weltkrieg, ja, bis tief ins 19. Jahrhundert zurück. Ein ganz feinsinniger Roman, der sich jetzt natürlich in diesem Umfeld gegen die politische Lektüre vielleicht auch wehren muss. Politik und Poesie prallen ja oft aufeinander. Politik und Poesie, Denken und Dichten, das ist auch das Handwerk und das Meisterwerk von Adolf Muschk, der heute Abend seinen 80. Geburtstag feiert. Ein Schweizer Autor, der weit über die Schweiz ausstrahlt, auch in den deutschsprachigen Raum. Wir werden darüber reden, über sein Werk, über seine Ausstrahlung. Jeder von uns wird sein Lieblingsbuch von Adolf Muschk im Verlauf der Sendung in die Runde werfen, erklären, weshalb. Deshalb bin ich besonders gespannt, was meine Gäste heute von Adolf Muschk dann empfehlen werden. Elke Heidenreich begrüßen Sie, Elke Heidenreich, Rüdiger Safranski und Julian Schütt. Ich habe Ihren Namen schon mal genannt, Elke Heidenreich, das erste Buch, was wir in der Sendung besprechen haben, auch Sie vorgeschlagen. Mhm. Sie machen jetzt eine ganz kurze Einleitung, bevor Thomas Saarbacher uns den Anfang des Romans vorliest. Ja, ich sage eigentlich nur, um wen es geht, nämlich um Richard Yates, den wir hier im Club schon mal besprochen haben mit einem anderen Buch. Es ist ein amerikanischer Autor, 92 gestorben, und er ist der Chronist des Scheiterns. Er schreibt geniale Bücher über das Scheitern, und wir haben jetzt für diese Sendung gelesen Eine strahlende Zukunft. Die ist alles andere als strahlend. Es geht um ein junges Paar, und wir hören jetzt, wie dieses Paar, Michael und Lucy, sich kennenlernt. Dann wird eine kleine Stelle ausgespart, die heiraten, und was direkt nach der Hochzeit passiert, zeigt schon, auch dieses Paar wird scheitern. Thomas Saarbacher. Eines Frühlingsnachmittags im dritten Universitätsjahr, alle Bitterkeit verschwunden, jeglicher Zynismus erstickt, erlag er gänzlich dem Mythos und der Legende der hübschen Radcliffe-Studentin, die jeden Moment auftauchen und dein Leben verändern konnte. »Du weißt so viel«, sagte sie zu ihm und streckte beide Hände über den Restauranttisch, um seine Hand damit zu ergreifen. »Ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll.« Du weißt einfach so viel. Die Radcliffe-Studentin hieß Lucy Blaine. Sie war für die Hauptrolle in Michaels erstem halbwegs passablem Einakter ausgewählt worden, der damals an einem kleinen Campus-Theater geprobt wurde. Und dies war das erste Mal, dass er den Mut aufgebracht hatte, sie einzuladen. Sie war nicht das hübscheste Mädchen, dem er je begegnet war, doch das erste hübsche Mädchen, das je so viel Interesse an ihm gezeigt hatte. Und er wusste, dass er aus dieser Mischung viel Nutzen schlagen konnte. Als sie das Theater gemeinsam verlassen hatten, war ihm bereits aufgefallen, dass sie genau die richtige Größe hatte. Ihr Kopf reichte ihm bis zur Schulter. Und er wusste, dass sie auch im richtigen Alter war. Sie war 20, er wurde bald 24. Als er sie in die triste Studentenbude in der Ware Street mitnahm, in der er allein wohnte, fragte er sich, ob dieses ständige Genau-Richtig-Sein, dieses Muster des nahezu Perfekten vielleicht von Dauer sein könnte. Hatte die Sache nicht irgendwo einen Haken? Tja, so habe ich mir das ungefähr vorgestellt, sagte sie, als er ihr seine Unterkunft vorgeführt hatte. Und er sah sich verstohlen im Zimmer um, um sich zu vergewissern, dass nirgends schmutzige Socken oder Unterwäsche zu sehen waren. Irgendwie schlicht und einfach und gut zum Arbeiten. Ach, und es ist so männlich. Das Muster des nahezu Perfekten blieb bestehen. Als sie sich abwandte, um aus dem Fenster zu schauen, »Und morgens ist es hier bestimmt schön und hell, stimmt's? Mit diesen hohen Fenstern und diesen Bäumen?« kam es ihm völlig natürlich vor, dicht hinter sie zu treten, die Arme um sie zu legen und nach ihren beiden Brüsten zu fassen, während er den Mund an ihrem Hals vergrub.
Innerhalb einer knappen Minute waren sie nackt und vergnügten sich unter den Armeedecken seines Doppelbetts. Und Michael Davenport stellte fest, dass er noch nie einem so netten, entgegenkommenden Mädchen begegnet war. Dass er nicht einmal geahnt hatte, was für eine grenzenlose, außergewöhnliche neue Welt ein Mädchen sein konnte. Oh Gott, sagte er, als sie schließlich zur Ruhe gekommen waren. Und er hätte ihr gern etwas Poetisches gesagt, er wusste nur nicht wie. Oh Gott, du bist toll, Lucy. Freut mich, sagte sie mit leiser, zarter Stimme, denn ich finde dich auch wunderbar. Es war Frühling in Cambridge, alles andere war einerlei. Ich weiß nicht, ob ich dich schon einmal danach gefragt habe, sagte er einmal, als sie spazieren gingen. Aber was macht eigentlich dein Vater beruflich? Ach, er ist so eine Art Manager in verschiedenen Geschäftsangelegenheiten. Ich habe nie ganz verstanden, was er genau tut. Michael, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Er dachte im ersten Moment, sie könnte schwanger sein. Das wäre keine gute Nachricht, aber auch keine Hiobsbotschaft. Oder dass man ihr vielleicht gesagt hatte, sie könne keine Kinder bekommen. Dann verfiel er auf den schrecklichen Gedanken, dass sie vielleicht an einer tödlichen Krankheit litt. Ich wollte, dass du das von Anfang an weißt, sagte sie, aber ich hatte Angst, es könnte etwas ändern. Er saß mit einem Angstschauder da, der ihn von den Hoden bis zur Kehle durchlief, während er ihre Lippen betrachtete und auf das Schlimmste gefasst war. Also muss ich jetzt meine Angst überwinden, das ist alles. Ich erzähl's dir einfach und kann nur hoffen, dass du nicht... Ach, egal. Es ist so, dass ich zwischen 3 und 4 Millionen Dollar besitze. Eigenes Geld. Oh, sagte er. Ja, oh. Also sie teilt ihm mit, sie ist reich, er will Dichter werden oder er ist Dichter, er schreibt Gedichte und Theaterstücke, will damit Erfolg haben und er kann nun mit diesem Reichtum von Lucy überhaupt nicht umgehen und verdonnert sie dazu, auch als dann ein Kind kommt, dass man in irgendeiner Bruchbude außerhalb von New York lebt, weil er dieses Geld nicht annehmen will. Und man ahnt schon, dass daran vieles zerbricht. Es zerbricht aber auch an der Eheroutine, es zerbricht an Unbedachtheit, wie man miteinander umgeht. Und ich glaube, das kennen wir alle. Darum lese ich diesen Richard Yates so gerne, wenn er übers Scheitern schreibt. Es tröstet mich so ein bisschen, weil auch ich sehe, was alles schief geht in meinem Leben, im Leben von Freunden. Es ist wie eine Soap Opera, aber er schreibt nie Soap Opera, sondern er ist immer dicht bei seinen Figuren. Nicht erbarmungslos, aber ziemlich illusionslos, wie die Liebe sich abnützt. Je älter man wird, desto klüger wird man ja, auch in Beziehungen. Aber wenn man so jung ist, 20, 24, man macht so viele Fehler. Und das machen die beiden auch. Und sie hätten es so schön haben können. Mensch, 3 bis 4 Millionen, oder? Stellen wir uns doch schön vor. Aber Michael will es einfach ums Verrecken nicht haben und lehnt dieses Geld ab. Ja, und dann geht diese Ehe schief und man muss, das ist im ersten Teil beschrieben. Der zweite Teil beschreibt, was Lucy dann aus den Trümmern ihres Lebens macht. Der dritte Teil beschreibt, was Michael macht. Der hat nochmal dann eine Ehe mit einer sehr viel jüngeren Frau. Das berühmte späte Kind kommt noch. Und so ist ein Panorama entworfen von Menschen, die eigentlich hätten glücklich sein können, wo alle Möglichkeiten da waren, aber sie sind es nicht geworden. Und ich erinnere noch mal dran, dann wissen Sie, wer dieser Autor ist, an den Film Zeiten des Aufruhrs. Das ist auch nach einem Buch von ihm verfilmt mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, haben vielleicht einige gesehen. Und er ist zu Lebzeiten auch gescheitert eigentlich. Er hat 2 Ehen in den Sand gesetzt, der Richard Yates, und sehr viel getrunken und hatte nicht so viel Erfolg mit seinen Büchern. Erst die 9 jungen Amerikaner, Colum McCann, Stuart O'Nan, Richard Ford, haben ihn wieder entdeckt und bekannt gemacht. Und dieses Buch ist 84 geschrieben, Young Hearts Crying heißt es auf Englisch, und ist jetzt nach 30 Jahren zum ersten Mal in Deutschland erschienen. Und ich könnte mir denken, dass euch Männern so eine Ehe- und Liebesgeschichte gar nicht so gut gefällt, aber ich lese ihn irgendwie wahnsinnig gerne. Wie ist es euch gegangen? Naja, ich finde die Konstruktion, dass sie auch mitspielt bei der Regel, die er jetzt vorgibt, dass man jetzt so lebt, als gäbe es die 3 Millionen nicht. Das macht sie ja auch mit. Dass er dieses Spiel möchte, das lässt sich ja auch nachvollziehen. Nicht? Das sind also, die 60er, 70er er möchte Jahre, ja ne? wirklich sich beweisen, dass er nicht davon abhängig ist. Mhm. Er will seinen Weg gehen.
Und er möchte auch sich beweisen, dass er sie nicht wegen den 3 Millionen schätzt oder liebt. Ja, also insofern ist das wie, ich habe das erst mal gelesen, das ist wie so eine Experimentalanordnung. Mhm. Lassen wir mal das Geld draußen und gucken, wie wir mit unserem Leben hier durchkommen. Und okay, das geht eine Weile lang. Und dann ist es natürlich auch irgendwann mal ganz realistisch, dass sie das als Krampf empfinden ja. muss. Ja, sie muss das. Jetzt fiel mir auf, insgesamt ist das ja doch ein Roman über Schriftstellertum. Über die Autor, ne? Über Künstler. Es sind ja viele es Künstler. Es wimmelt dort von Künstlern, dass sie Freunde, der eine ist ein Maler, der andere, der schreibt, einer schreibt auch noch Drehbücher und dies und das, ja. Und es lebt aber alle, mit Ausnahme dieses Malers, der in seinem Segment sehr erfolgreich ist, sind sie alle so etwas Durchschnitt. Und es ist ein leicht depressiver, für mich, leicht depressiver Roman über das Mittelmaß. Mhm. Über das Mittelmaß. Es ist keine grelle Tragödie, aber es ist so, es hat was Graues, das Buch, ja? Also von der Thematik her. Ja, eben, das ist, also wenn man dieses Buch anschaut, und dann heißt es auch noch eine strahlende Zukunft, so himmelblau und strahlend, und in keinem Buch hat Yates dermaßen schonungslos auch vor allem sein eigenes Business verarbeitet. Mhm. Und er verarbeitet sich selber oder porträtiert sich ja eigentlich in zwei Figuren, also in dieser Hauptfigur, in diesem Michael, und dann später noch in einem Geliebten von dieser Lucy, diesem Carl Treiner, glaube ich, heißt der, der auch ein Buch, ein sehr erfolgreiches Buch hat, genauso wie Yates an sich mit seinem ersten Buch bei der Kritik ja gut ankam, aber nicht beim Publikum. Und nachher war eigentlich Schluss und die Bücher liefen nicht mehr. Und er verarbeitet sich selber, auch den Alkohol, der immer drängender, immer schlimmer wird, das Alkoholproblem, auch in diesen Beziehungen, wo auch viel von seinen eigenen Frauen drin ist, so messerscharf. Man kann sich gar keinen anderen Schriftsteller vorstellen, der das macht, der sich so aussetzt, so bloßstellt auch fast. Und trotzdem ist es nicht einfach eine Abrechnung und Asche aufs Haupt, sondern es hat immer so etwas Gleitendes, hat immer so eine gewisse Subtilität auch. Und daher hat es auch nie so diese vollständige Depression, die einen dann packt, obwohl die Figuren zum Teil, vor allem dieser Michael, ja dann zum Teil sogar sich einliefern lässt, weil er so stark unter Depressionen leidet. Er hat ja leidet. Sogar einen psychotischen Schub, richtig? Genau, ne? Er muss so in die Klinik. Aber denkt mal daran, also mir fiel auf, das ist ein amerikanischer Künstlerroman. Denkt mal daran, was wir hier in Deutschland besonders, was wir für eine Tradition von Künstlerromanen haben. Ja? Also Dr. Faustus, Thomas Mann oder bei Hesse oder so. Da haben wir doch immer Figuren, die ringen irgendwie mit ihrem Werk. Das sind Dionys. Ja? Und hier ist es doch, wenn man sagt, da bereifen keine Blütenträume bei diesen Autoren, dann sind das aber auch diese Figuren. Das sind nicht so wie im alten Europa, ja, Künstler, die mit dem Werk ringen, keine Dionysischen, sondern das sind Leute, die in ihrem Job nur Durchschnitt sind, in ihrem Job. Das heißt, es fällt ein gnadenloser Blick auf die Kunstszene als eine andere Art des Jobs, den man gut oder auch weniger gut machen kann. Ja, aber kann. Das Gnadenlose ist auch, dass wir an Karriere und Erfolg viel zu hohe Ansprüche haben. Und an diesen Ansprüchen zwischen Wirklichkeit und Realität und Möglichkeit geht ja vieles kaputt. Also Michael schreibt ein gutes Gedicht in seinem Leben, so ein One-Hit-Wonder, wie er so ein gutes Buch. Und dann wird er immer wieder auf dieses eine Gedicht reduziert. Traust du ihm dieses gute Gedicht zu? Nee, ich auch nicht. Nee. Ja. Aber was er dann wieder den Yates ausmacht, und da ist er aber dann völlig anders als die europäische Erzähltradition, gerade wie Hesse, bei denen ist es wirklich immer das Ringen um das Werk und nur um das Höchste ringt man. Und Yates bringt ja in allen seinen Romanen dieses Häusliche, Familiäre, diese Tristesse, auch der Umgang mit den Kindern, das ist eigentlich fast das Tragischste, wie diese Tochter dann auch
zerbricht eigentlich. Ja, die wird völlig vernachlässigt irgendwie. Niemand kümmert sich richtig um sie. Und ich denke, die Qualität auch von Yeats ist, wie er eben dieses Alltagsleben, eben nicht nur dieses Schriftstellerleben, sondern auch, wie es dann ins Alltägliche gibt, auch mit dem Alkohol, mit dem Tag danach und so, wie er das eben reinbringt, das ist für mich das Einzigartige. Und das macht er eigentlich in allen seinen Büchern, in allen seinen Romanen. Lassen Sie mich raten, Sie mochten es nicht. Ich würde eben Bücher nie einfach so sagen, ich mag es oder ich mag es nicht, sondern es ist ein Buch, das sehr disparat ist. Einerseits gibt es, wie diese einleitende Szene gezeigt hat, so kleine Studien von Situationen, die unglaublich präzise sind. Er kann so gut Dialoge auch. Genau, ne? Also man ist da sofort drin, man geht da mit und es fällt dann und implodiert in diesem O. Dieses O taucht dann im Buch immer wieder auf, an ganz entscheidenden Stellen, also einmal, wo sie auch einen nächsten Schreiberling liebt und auf seinen nächsten Roman wartet und nach 100 wahnsinnigen Liebesnächten sagt er, dass er nur so viel trinkt, weil er sie nicht mehr aushält. Dann kommt auch wieder so ein O. Oder die Tochter ruft an aus San Francisco, ist im Drogendelirium unter den Hippies, verdämmert. Und da fällt auch wieder dieses O. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Kommt dieses O immer? An jeder wichtigen Stelle kommt dieses O vor und punktiert eigentlich diesen Roman so wie ein schwarzes Loch, in dem diese Nichtkommunikation, also vorher sprechen sie und vögeln da rum und so weiter und es ist eine Pracht und es ist eine Lust auch zum Lesen und dann implodiert es immer wieder in diesem O. Jetzt ist natürlich auch eine andere Frage im gesamten Buch. Man weiß, Yeats war in dieser Zeit selber, wurde immer wieder eingeliefert, seine eigene Tochter hatte diese Drogenprobleme, er hing da irgendwie an so Atemgeräten, rauchte 10 Zigaretten gleichzeitig, weil er immer vergaß, wo sie gerade rumlag. Also er ist ein Autor, der natürlich auch ab und zu den Überblick verliert. Zum Beispiel das Kind kommt nach 105 Seiten erst wieder vor, nachdem es geboren ist. Plötzlich. Genau, dann ist es dick und dann fehlt es wieder 100 Seiten. Also es ist ein Autor, dem man auch vorgeworfen hat, in dem Roman eigentlich den Erstling als Remake nochmals zu bringen. Ich würde das nicht so hart sehen, aber es ist ein sehr unebenes Buch, also mit diesen Blitzmomenten, wo man wirklich auch getroffen ist und dann in der gesamten Konstruktion etwas breit, etwas selbstmitleidig, aber genau dieser Schluss dann, wo er mit 53 von allen verlassen ist, so durch die Nacht wandelt und auch schaut, ob die Ex-Frau seinen Rücken ansieht, den habe ich natürlich sehr genossen, wie eine Filmszene, wo ich selber ins Nichts hinauslaufe. Und wir warnen die älteren Herren vor den ganz jungen Frauen, die kaufen plötzlich Rennräder und rasen einem davon und er schnaubt hinterher und kriegt fast seinen ersten Infarkt. Also es hat viele kleine, wunderbare Miniaturen und Szenen, aber das stimmt, im Ganzen meandert es manchmal auch etwas auseinander. Und trotzdem, ich liebe diesen Autor irgendwie, der hat diesen illusionslosen Blick, der mir wieder gut tut, weil ich denke, nein, so schlimm ist es doch nicht. Dagegen kann man doch noch angehen. Also er ist nicht so sexistisch wie Philip Roth. Er hat nicht den Witz von Updike. Er hat irgendeinen ganz eigenen Ton. Also nur schnell zu Updike und so. Also die hat er ja beide eher verachtet. Wenn jemand Updike lobte, dann kriegt man gleich eine Ohrfeige. Er war schon ein extremer Einzelgänger, ein extremer Autor. Aber irgendwie wirkt das Buch natürlich heute sehr konventionell in der Erzählhaltung. Bisschen altmodisch auch, ne? Ja. Aber es sind halt die 60er Jahre. Eben, also ich meine, ein Profi lässt das Schwierigste leicht aussehen. Ich meine, das ist ein literarisches Plädoyer. Das zieht sich durch das ganze Buch. Das ist ein Plädoyer von Yeats. Und ich denke, das ist auch das Plädoyer gewesen von Scott Fitzgerald, von seinen Vorbildern, die er hatte, der Yeats. Und das ist nicht widerlegt, also das lässt sich auch gar nicht widerlegen, weil diese Fähigkeit muss man überhaupt haben, ganz komplexe psychologische Studien oder auch der Umgang dann wirklich mit Psychiatern und Psychologen so dermaßen runterzubringen, dass das eben das ist nie Jargon, das ist nie dann Psychiater-Jargon oder Schauspieler-Jargon, sondern es hat immer etwas, wo jede Leserin, jeder Leser abgeholt wird. Aber was man auch wirklich bei ihm lernen kann, ist, wenn man denn an Literatur was lernen will, man kann sein Leben nicht planen. Du kannst noch so sehr irgendwas wollen, irgendwas passiert und es gerät an einer kleinen Biegung aus den Fugen und ist nie mehr einzuhören. Es meandert auch. Das schreibt er wunderbar. Und das tröstet, weil das uns allen so geht. Irgendwie. Als Kontrapunkt zu diesem doch letztlich natürlich konventionellen Klassiker der Moderne werden wir am Ende der Sendung auf das Buch eines Schweizers, auf Reto Henny eingehen, der in einem extrem kühnen Experiment
den Meilenstein der Avantgarde, den Roman Ulysses von James Joyce, auf seine Weise variiert. Ein ganz kühnes Experiment, wo einem sage und schreibe die Worte und die Ohren irgendwie aus dem Gesicht fallen, weil er diesen Roman in einem einzigen Satz auf über 100 Seiten zur Sprache bringt. Das wird der Kontrapunkt am Ende der Sendung sein. Jetzt kommen wir aber wie angekündigt zu Katria Petrovskaja, Julian Schütt. Ja, Katja, zunächst einmal hat man den Eindruck, das ist ein Familienroman wie viele. Katja Petrovskaja ist in 1970 in Kiew geboren und es gibt dort sehr viele Verschwundene. Jede Russin, jeder Russe hat Verschwundene in der Familie. Bei Katja Petrovskaja sind es aber besonders viele, weil sie ist zusätzlich auch noch Jüdin oder hat eine jüdische Herkunft. Und unter dieser kleinen Verwandtschaft leidet sie zunehmend und erfährt nur ganz kleine Brocken, was in dieser Familie passiert ist. Da ist zum Beispiel ein Attentäter, der schon 1932 ein Attentat auf einen deutschen Botschaftsrat in Moskau gemacht hat. Dann gibt es Angehörige, die in diesem Massaker von Babi Yar in Kiew, als die Deutschen alle übrig gebliebenen Juden umbrachten, und da sterben auch Verwandte von ihr, die Geschichten hinterlassen, von denen man fast nichts weiß. Dann gibt es einen Großvater, der im KZ Mauthausen war, später auch im Gulag, und erst 41 Jahre nach Kriegsende wieder zu seiner Familie zurückkehrt. Also es sind an sich lauter Romane, die man hier erzählen kann, aber Katja Petrovskaja weigert sich hier einfach einen Roman zu schreiben, sondern nennt das Buch auch Geschichten und will nicht irgendwelche Puzzlesteine zu einem Ganzen fügen. Und nun kommt das ganz Besondere dieses Buches, das, was eben dann wirklich nicht konventionell ist. Katja Petrovskaja lernt dann irgendwann einen Deutschen kennen und lernt deswegen auch die deutsche Sprache kennen. Und sie schreibt dieses Buch, indem es eigentlich die Deutschen nur die Täter sind, schreibt sie in dieser Sprache, und das ist eine Fremdsprache für sie, und das Deutsch heißt auf Russisch, das ist die Sprache der Stummen. Und die Stummen, die spielen in diesem Roman natürlich eine sehr große Rolle. Es werden Leute zum Verstummen gebracht, aber es gibt auch sehr viele Taubstummenlehrer in dieser Familie. Und wie sie nun das zusammenbringt, wie sie mit dieser fremden Sprache, dieser Sprache der Stummen über diese Figuren schreibt, das ist einzigartig für mich. Das erzeugt eine Dichte, die ich selten in der deutschen Literatur der letzten Jahre gefunden habe. Weil Geschichte und die Sprache, die finden nicht einfach zusammen. Die sind immer, es ist wie so, die Sprache beäugt manchmal die Geschichten und umgekehrt. Es ist, die ringen auch miteinander, manchmal prallen sie auch einfach aufeinander. Und daraus zieht Katja Petrovskaja ein sehr großes Kapital. Ja, diese vielen Bruchlinien im Roman gehen ja nicht nur durch die Generationen, durch den jüdischen Glauben. Sie sagt irgendwas, sie ist zufällig jüdisch, sie wusste das gar nicht mehr richtig. Durch diese schreckliche Vergangenheit, es geht auch eben durch diese Sprachen, das Ukrainische, das Russische, das Deutsche. Es ist ein Roman, der sehr stark zersplittert in diese Geschichten. Sie erzählt, wie sie natürlich als Kind immer diesen russischen fünfzackigen Stern gesehen hat und ganz lange nie den Davidstern, also ein sechszackiger Stern. Es ist ein ganz verrücktes Experiment, auch von der Form her. Geschichten, die auseinanderdriften, die nur zusammengehalten werden von dieser poetischen Spurensuche. Sie haben jetzt diese Sprache so herausgehoben. Ist euch das auch so stark aufgefallen? Also ich fand jetzt die Sprachverletzungen, die Sprachübertretungen sehr, sehr gedämpft. Das ist für mich jetzt nicht ein Deutsch gewesen, was ein absolut fremdes Deutsch ist oder was mich der Sprache selber so stark entfremdet, dass ich einen Schock verspürt hätte, der mir in die Glieder fährt. Nee, ich fand das doch recht nicht.
gemäßigt. Also ein Schock ist es nicht, aber sie hat eine unerhört frische und neue Art zu erzählen. Also sie hat Wendungen und Bilder, die ich so noch nie gelesen habe. Es ist also zum Beispiel, die Karfreitage unseres Lebens dürfen nicht das letzte Wort behalten. Also wir hätten gesagt, das Unglück darf nicht siegen oder so. Die Karfreitage unseres Lebens. Sie hat so Bilder, die ich noch bei keinem anderen Autor gelesen habe. Ich finde, das ist ein Meisterwerk. Also ich war fassungslos, als ich angefangen habe zu lesen, wie jemand, der erst mit 27 Jahren diese Sprache gelernt hat, in der Sprache so subtil ein Buch über dieses schwierige Thema, das Verschwinden von Juden in Europa, das Zerstörtwerden der eigenen Familie, schreiben kann, ohne Hass, mit einer tiefen Erschütterung, mit Wärme, trotzdem nie sentimental, immer gescheit. Es ist ein ganz tolles Buch. Sie sagten vorhin, es sind nicht einzelne Steinchen, die sie zusammenfügt. Ich habe es doch so empfunden. Ich habe es empfunden, als würde ein Kirchenfenster entstehen. Ihr kennt doch diese alten Kirchenfenster mit dem bunten Glas. In der Schweiz ist ja alles etwas nüchterner. Aber die großen katholischen Kirchen mit den bunten Fenstern, die Kathedralen, so ist das. Sie baut Stück für Stück ein Fenster und es leuchtet und am Ende ist es ein Bild. Ich habe an... wir kommen gleich zu einem Buch, das ein ähnliches Thema hat. Das andere Buch habe ich 3 Wochen lang sehr mühsam gelesen, obwohl es auch gut ist. Dieses hier, ich konnte gar nicht aufhören. An 2 Tagen habe ich es gelesen und hatte das Gefühl, ich habe einen Schatz entdeckt. Eben weil sie in der Sprache so originell und anders ist. Und wir haben schon so viel über dieses Thema gelesen. Uns damit noch zu erschüttern, braucht es viel. Ja. Also dieser eine Aspekt, ja, das kann ich... Das sehe ich auch so, das habe ich auch so empfunden, dass man so ein, wie du sagst, so ein ganzes Kirchenfenster auf einmal von lauter strahlenden einzelnen Elementen, auf einmal ist ein Gesamtbild da. Allerdings natürlich ein Gesamtbild einer entsetzlichen Geschichte natürlich. Ja. Aber das ist jetzt das Zweite, was ich so eindrucksvoll an dem Buch finde. Ja, das haben wir jetzt schon alle gerühmt, die Schönheit der Sprache. Das ist wirklich auffällig, ja, wenn das eine Fremdsprache für sie ist, dann merkt man, wie sehr sie diese Fremdsprache Deutsch lieben muss, um so zu schreiben. Das ist von einer solchen Schönheit zum Teil. Und da dachte ich, ja, da merkt man doch, irgendwo sagt sie auch mal, es muss einen die Sprache mitnehmen. Ja, so ähnlich formuliert sie das. Sie hat so ein Kapitel über das Deutsche. Wenn man gerade die ganze Katastrophengeschichte, über die sie schreibt, indem sie ihre Familie erkundet, und diese Sprache, dann merkt man, es ist ein Triumph der Sprache und das ist ein Triumph von Humanität. Ich habe es selten so deutlich, das ist keine Betroffenheitsprosa. Ja, das ist nicht das, was man unter authentisch und so weiter abhakt. Nein, die Sprache als ein humanes Etwas. Die Sprache, also wenn man eine schöne Metapher findet, wenn man ein schönes Bild findet, gibt es immer so ein Element der Feier. Hier feiert sich auch die Sprache. Und das ist das Schönste, was man eigentlich bei so einem Thema tun kann. Zumindest vor allem natürlich in der dritten Generation. Wenn man in der dritten Generation anfängt, also sozusagen Betroffenheitsprosa zu simulieren, dann wird es meistens ganz unerträglich. Hier ist das eine poetische Sprache, die immer wieder auch das Glück sprachlicher Darstellung einem vermittelt. Sie ist ja auch Kolumnistin in der Frankfurter Sonntagszeitung und es gibt schon auch Kapitel, wo ich jetzt sagen möchte, dass sie etwas auf einen Effekt hin, auf eine Pointe hin geschrieben sind, wo es am Schluss noch ein Satz kommt, der vielleicht etwas effekthascherisch ist, aber im Ganzen ist es schon diese zersplitterte Spurensuche. Sie kommt ja auch irgendwann in eine Stadt, die Stadt ihrer Familie, der Herkunft, wo auf den Straßen plötzlich sie stolpert über kleine Fragmente von Gräbern aus einem jüdischen Friedhof. Und sie erinnert sich an einen Traum, den sie in Kiew hatte als Kind, wo sie irgendwie auf einen Hügel geführt wurde. Man sagte, dort liegt ein Buch, in dem steht alles. Und dieses Buch liegt dann dort und ist gefroren, ein eisiges Buch, ein eingeeistes Buch. Aber auf dieser eingeeisten Seite ist ein Zeichen zu sehen aus Erde und ein Grashalm wächst heraus. Aber dieses Alphabet, was dort steht, dieser eine Buchstabe, ist aus einem fremden Alphabet und sie versteht es nicht. Und ich glaube, sie sucht eigentlich in diesem Buch diese Fremdheit,
dieses ganz eigene Alphabet. Und ich würde sagen, es ist ihr über weite Teile gelungen. Und zwischendurch ist sie für mich etwas verführt von diesem feuilletonistischen Effekt. Aber vielleicht gehört das auch zum Buch, dass es so auseinanderdriftet. Sie sagt das auch, dass es zu ihr gehört. Es gibt ja diesen Attentäter, der dann beim Verhör völlig aberwitzige Antworten gibt. Und sie sagt ja quasi, das liege eben in der Familie, ihm sei der Witz eigentlich fast wichtiger als dann irgendwie die Realität oder die Wirklichkeit. Und das scheint mir in diesem Buch auch, das ist nicht jetzt einfach ein tristes Buch, sondern das hat einen unglaublichen Witz. Ich meine, nur schon am ganzen Anfang, da steht sie in Berlin auf dem Hauptbahnhof und liest Bombardier, willkommen in Berlin. Alle Millionen von Deutschen, die dort vorbeilaufen, denen fällt das gar nicht auf. Und sie macht natürlich Bombardier, liest das natürlich ganz naiv wie es da schon. Und plötzlich tut sich da ein Aufgrund auf und sie kann daraus eine Geschichte spinnen. Und so ist dieses ganze Buch komponiert. Also aus winzigen Details kann sie dann. Das Grausige und das Komische liegt nebeneinander. Zum Beispiel, wenn wir nochmal auf den Titel eingehen, das Buch heißt Vielleicht Esther. Sie fragt ihren Vater, wie hieß die Großmutter? Und er sagt, weiß ich gar nicht, wir haben die immer Babuschka genannt. Wie wird die geheißen haben? Vielleicht Esther. Er kann sich gar nicht erinnern. Und diese Babuschka war dick und alt und schwer. Und nun wurden alle Juden in Kiew aufgefordert, sich zu melden und gefälligst an diese Schlucht zu gehen, wo sie dann in zwei Tagen mehr als 33.000 Menschen erschossen haben, die SS, und umgebracht, um die Juden aus Kiew alle zu töten. Und die Großmutter schafft es nicht zu diesem Transport dahin und geht jetzt auf die Straße und sagt, Entschuldigung, wo muss ich mich melden? Und schlurft dann langsam diese schwere alte Frau auch noch dahin. Also das bricht einem das Herz, wenn man das liest. So stellt sie sich das vor, so könnte es gewesen sein. Es ist eine Mischung aus Fiktion und Wahrheit. Und Fiktion ist aber hier erlaubt, weil in diesen Fällen alles so denkbar ist. Und dieser große Bruch, der ja jetzt eben auch die Aktualität und die Nachrichten beherrscht und der natürlich auch zurückzuführen ist in dieser propagandistischen Rede, wo man immer sagt, eben also die Separatisten, das seien alles Faschisten, die aus dem Westen kommen. Das hat natürlich auch mit dieser Szene zu tun, mit den Faschisten, die damals in Kiew einmarschiert sind und zu Hunderttausenden Leute erschossen haben, mit der westukrainischen Polizei zusammen. Aber sie geht ja über diesen Bruch, der damals stattgefunden hat, der heute rhetorisch missbraucht wird, hinaus und zeigt eben, dass es ganz viele, viele feingeäderte Bruchlinien sind eines zersplitterten Landes, einer eigenen zersplitterten Existenz. Und diese Feinsinnigkeit, eigentlich diesen Bruchstellen nachzuspüren, das macht wirklich dieses Buch aus. Es ist in der Konstruktion, und damit kommen wir zum nächsten Buch, Rüdiger Safranski, zu Ihrem Buch, natürlich ähnlich angelegt wie Perleos Buch über seinen Großvater. Das ist keine Babuschka, die erschossen wurde von den Faschisten, sondern sein Großvater war selber ein Nazi. Es ist das Buch eines Enkels über einen Nazi-Großvater, der in der Rassenfrage tätig war. Auch ein sehr kühnes, zersplittertes Buch, ein Roman-Essay. Wo sehen Sie die Nähe und auch das Weiterführende oder den Gegensatz zu Petrovskaya? Naja, also das Gemeinsame ist, dass hier auch im Format einer Familiengeschichte die große Geschichte aufgearbeitet, thematisiert wird, eine Annäherung an die Geschichte in Deutschland. Im Mittelpunkt Familienroman. Also das sind zwei, wir müssen das nachher noch mal deutlich miteinander vergleichen. Beides das Genre des Familienromans, aber sehr kühn und innovativ jetzt behandelt. Hier geht es also um die Familie Leo, genau auch die Familie von Per Leo. Der Autor ist mit diesem Buch zum ersten Mal auf der literarischen Bühne. Und er kommt aus einer Familie altes bildungsbürgerliche Tradition, verbunden mit einer Räderfamilie. Da wurde mal irgendwann mal eingeheiratet. So. Und jetzt gibt es zwei Großväter. Um die herum ist dann das Buch auch gebaut. Der eine Großvater
ist der Typus Bildungsbürger, aber im positiven Sinne, Goetheaner, Nähe zu der Anthroposophie, Chemiker, ein besonnener, liebenswerter Mensch. Der zweite, ähnliche Wurzeln, Naturfreund, der zweite Großvater, Naturfreund, in den 20er Jahren gescheitert. Und dann auf diesem Ticket Natur gewissermaßen an die Nationalsozialisten herangekommen und schließlich dort sogar ein hoher Posten bei der SS beim Thema Erbe. Also er hatte konkret zu untersuchen, ist arisch oder nicht arisch. Das könnte ein Todesurteil sein. Also im Grunde so eine Selektionskompetenz. Ja. Aber das Wichtige ist, das Leben, er verfolgt das Leben dieser beiden Großväter, der eine nachher in der DDR, dieser Bildungsbürger, und dieser ehemalige SS-Mann versucht als Bauer sich wieder durchzuschlagen. Und es um diese beiden Zentralfiguren herum gibt es Reflexionen, die aber immer abgestützt sind auf Figuren über die Tendenzen in der deutschen Geschichte. Immer natürlich zur Frage, wie konnte es sich in dieser Weise verknoten, dass dann ein Nationalsozialismus daraus kam. Also so viel zum einfachen Sujet des Romans, noch ohne Bewertung. Also der Unterschied zur Petrovskaja ist ja, bei ihr sind die Menschen im Mittelpunkt. Die Menschen sind ganz wichtig. Sie hangelt sich an einzelnen Schicksalen entlang. Bei ihm habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, und darum habe ich mich so schwer getan mit dem Lesen. Das Buch zerfällt in mehrere Essays über Natur und Technik, über Modelleisenbahnen, über Dampfschiffe, über alles Mögliche, über Goethes Farbenlehre. Er schreibt sehr kluge Essays, und an den Essays entlang schreibt er so eine Art, also ihm sind Strukturen und Fakten wichtiger als Menschen. Er beschreibt so eine Art Gesinnung des deutschen Volkes, damals und heute. Schon auch anhand der Figuren seiner Familie, aber in erster Linie über ein Volk. Und das sind sehr lange essayistische und nicht erzählerische Passagen in dem Buch. Und die liest man, und dann hat man einen fertig gelesen, und dann muss man auch wieder eine Pause einlegen. Also es entsteht kein Sog, dass man es hintereinander weglesen möchte. Ich habe mich etwas schwer getan mit diesem gleichwohl sehr klugen und gescheiten Buch, aber literarisch finde ich es nicht sehr geglückt. Also für mich ist das auch das maßgebliche Kriterium, das reicht nie und nimmer an die Petrovskaja heran. Das ist zähflüssig, langfädig für mich. Es hat eben, es ist zum Teil sehr klug, wie er das neueste historische Studien, Mentalitätsstudien, Klageshandschrift, Klages, Philosophie, alles ja. Mögliche wird da eingebaut. Aber so akribisch er dann ist, die entscheidendste Antwort, die lässt er offen, nämlich, was hat dieser Kerl, dieser Nazi-Großvater, getan? Das wird mich dann schon genauer interessieren. Und da ist er seltsam still. Also er sagt schon, er sei in diesem Rasse- und Siedlungsamt gewesen. Er sagt schon, eben mit der Selektion. Aber da erlahmt dann der Forschungseifer, dass er dann nachgeht und schaut, ja, was hat das für Auswirkungen? Was hat das ganz konkret für Auswirkungen gehabt, was jetzt dieser Mensch da macht? Das hat mich sehr gestört. Es gibt eine wirklich faszinierende Stelle, wo ich auch finde, da hat das sprachlich eingelöst. Das ist eigentlich, wenn er beschreibt, wie dieser schon sehr alte Großvater bei Familien- und Freundesfesten dann auftaucht, alle hinter dem Rücken sagt, tuscheln schon, ja, ja, das war mal ein Nazi und so weiter. Aber kaum kommt er in den Raum, ist so eine andächtige Stille. Also es ist plötzlich, man weiß nicht so recht, haben Sie noch Angst vor ihm? Glauben Sie, der ist immer noch irgendwo gefährlich? Oder ist es irgendwie die Andacht, naja, der war mal was Hohes und da müssen wir irgendwie still sein? Und das sagt sehr viel über den Umgang mit Altnazis in Westdeutschland aus, finde ich. Also das war für mich eine ganz faszinierende Stelle, und von denen hätte ich mir viel mehr gewünscht. Interessant fand ich diesen Gegensatz, den wir alle jetzt hören konnten in der Bewertung des Buches,
auch als eigene Leseerfahrung. Das Buch beginnt recht virtuos mit einem ersten Kapitel, wo es von Kurt Cobain und Nirvana-Songs über die Familie, die Family, so irgendwie zersplittert in diesen geschrienen Vokalen, mit den Fangesängen von Werder Bremen, wo er sich eins fühlt mit einer Masse. Ein sehr guter Auftakt zu einem klassischen großen Familienroman, nicht? Und dann plötzlich ist man enttäuscht, das geht dann nicht so weiter. Man ist verwirrt, man kann es nicht einordnen. Und in der Mitte dachte ich, dieses Buch ist völlig auseinandergefallen, es sagt mir nichts, ich kämpfe mich da durch. Und am Schluss aber wiederum in der Gesamtschau, als sozusagen als Meta-Essay oder als Meta-Roman, auch wie dieses protestantische Predigen aus dem 19. Jahrhundert überführt wird durch die Wandervögel und die Pfadfinder, dann in diesen Rassenwahn hinein und dann weitergeht in der Bundesrepublik bis in die 50er Jahre in Splitterparteien, in Unitarier und in Religion. Das fand ich dann sehr interessant. Und vielleicht ist dieses Offenlassen dieser Schuld eben auch deshalb so berechnet vom Autor, damit eigentlich wir alle uns da einfügen können, auch in den Zeiten, in die verschiedenen Figuren. Und wir wären eigentlich auch nur Teile eines großen Moleküls, wo etwas ungeheuer schief ging. Die meisten Figuren heißen ja nicht Heinz und Herbert und Martin, sondern W38. Das finde ich ganz eine schlimm. Frau, die 38 geboren wurde, oder M42, ja. Ein Mann 42. Das ist natürlich völlig einerseits gegen alle Traditionen der Romane, aber es ist eben auch natürlich ein Moment, wo es Leerstellen gibt, wo man in dieses Abstrakte selber hineinfallen kann. Ich will mal sagen, was mich sehr beeindruckt hat an diesem Buch, ist gerade, also ich muss zugeben, beim Lesen zuerst ging es mir auch so, wie Stefan, wie du das gerade schilderst. Jetzt bekommt man ein Tableau und auf einmal beginnt ein Essay. Hoppla, also dann dachte ich, das ist jetzt so ein anderer Ton. Außerdem gibt es ja noch eine dritte Ebene, wenn er... Das ist dann allerdings wiederum ähnlich zu unserer Petrovskaya, wenn er seine eigene Annäherung beschreibt an dieses Thema, an seine Großväter. Gut, aber man ist zunächst mal verstört, bis ich mir ganz entspannt irgendwann mal sagte, ja Moment mal, sowas kennen wir doch, das kennen wir von Musil, das kennen wir. Wir haben mittlerweile das Genre, Gottlob haben wir das, eines, wie soll man das nennen, eines Romans, der zugleich ein Essay ist, der jetzt nicht versucht, diese Reflexionen künstlich irgendeinem Personal in dem Roman in den Mund zu stopfen, dann wird das nämlich ganz schlecht, sondern wirklich sagt, so, hier erzähle ich euch das mal, hier erzähle ich euch meine Annäherung an diesen Onkel, hier mache ich ein Tableau und jetzt denke ich mal darüber nach. Das Tolle ist dann, das könnte ich dann im Einzelnen, so wie ich es dann empfunden habe, auch sozusagen genau zeigen, da haben wir nicht genügend Zeit, dass alle Aussagen, die er macht, sozusagen auf der essayistischen Ebene, sind gewissermaßen verifiziert durch das Personal, das er vorführt. Aber nur ein kleines Beispiel, sehr kompliziert nur ein zu lesen. Besonders eindrucksvolles Beispiel. Da dachte ich, das ist ein Meister. Da beschäftigt er sich auf einmal, also weil beide Großväter haben sich mit Graphologie beschäftigt. Mhm. Ja? Klage ist hier unser Mann, Per Leol, hatte vorher bei Matthes und Seitz eine Dissertation zu diesem Thema, zu Klages auch geschrieben. Ja. So, jetzt finde ich eine tolle Sache. Graphologie. Und beide lieben das. Graphologie. Ja, Graphologie, dass man an der materiellen Schrift den Charakter daraus erkennen kann. So. Und jetzt ist es so, diese Kunst im Ausdruck etwas über das Innere einer Person erkennen zu können. Das setzt einerseits Feinsinn voraus, so ist auch sein Ausdruck. Und dieser eine Großvater, der liebt zum Beispiel die Graphologie, weil er ein feinsinniger Mensch ist. Martin. Der andere Großvater liebt auch die Graphologie, auch die Schriftkunde, aber um sortieren zu können. Das ist ein Aria und das ist kein Aria. Er nennt es, da kommt eine brillante Reflexion über die Verknüpfung von Feinsinn und Ressentiment.
Und wunderbar, ich meine jetzt als ästhetisches Arrangement, wird einem das jetzt demonstriert an diesen beiden Figuren, an dem Großvater 1 und an dem Großvater 2. Hier der Feinsinn, hier das Ressentiment. Und beide vereint in ihrer Liebe zum Ausdrucksverstehen der Graphologie. Also in dieser Weise, so hat er auch ein Kapitel über das Predigertum. Ja, der eine SS-Mann, dieser SS-Großvater ist ja zugleich auch ein unerträglicher Prediger. An dieser Stelle sagt dann der Autor, da habe ich ihn gehasst. Ja. An seine Familie, also ich will sagen, was ich sagen will, ist, das Buch ist deswegen reich, weil es kühn ein Genre für sich neu erfinden, muss er nicht sogar erfinden, es gibt so eine Tradition, aber er macht das. Das ist Essay, es ist Erzählung, es ist Bericht und so weiter. Ja, da habe ich auch gar nichts dagegen. Also das ich darf auch man. Nicht, aber das ist trotzdem mühsam. Aber man fragt sich dann schon, ist das auch manchmal dann ein Alibi, um nicht wirklich zur Sache zu kommen? Ich meine, er kokettiert natürlich schon auch The Making of a Nazi-Enkel. Und, ja. und er ist auch so in Interviews, wenn man ihn sieht, er ist da ziemlich stolz, dass er jetzt so der Nazi-Enkel, der da irgendwo dieses Thema aufgebracht hat und das jetzt auch ohne da irgendwie zu sehr in Opfer- und Täterperspektive zu gehen. Und da ist das Schlimmste der Titel. Wir haben den Titel überhaupt nicht genannt. Flut und Boden. Ja. Also der Titel ist schlimm. Flut und Boden. Ja, das hätte er sich, den Karlauer hätte er sich sparen können. Nein, auch der Titel stimmt. Ja, weil es Flut ist, Räderfamilie. Das Ganze, sozusagen der Hauptort ist an der Weser. Ja, aber Flut und Boden, Flut und Boden. Und der eine muss es sein. Und der eine hat es mit dem Fluss zu tun und der andere will Bauer werden. Ja? Nein, das stimmt alles. Und dann will ich noch mal sagen, er hat auch, eine Sache ist auch sehr interessant, die eine Eingangsszene, ja? Da ist er nämlich, hat der Erzähler, also er, Per Leo, hat eine Art Nervenzusammenbruch in Freiburg. Und dann geht er dort zum psychiatrischen, psychosozialen Dienst, ja? Und die Frau, die ihm da begegnet, ist vollkommen desinteressiert an ihm. Als er aber sagt, nur mal so fallen lässt, dass er einen NS-Großvater hat, da kriegt sie solche Ohren. Das heißt, da haben wir auf einmal, Moment, da haben wir den unerträglichen Betroffenheitskitsch. Ja, da natürlich, da sind ganze Traumatologen, da sind ganze Traumabearbeiter, ist es ja ein Geschäft. Das heißt, da auf einmal wird das Geschäft der Psychoszene wach und über diese Art von traumatisierten Enkeln, ja, da macht er sich lustig. Nein, er gibt nicht vor, jetzt ein Traumatisierter sein, der auf den Knien seines Herzens dieses Buch schreiben musste. Im Gegenteil, er ist gar nicht. Der schreibt ein souveränes Buch, einen Erkenntniswert hat. Er ist mir fast eine Spur zu souverän, zugelassen. So wie wenn das alles, ich meine, es ist immerhin seine Familie. In der dritten Generation kann man souverän sein. Ja, ich meine, es ist dann schon, muss man sogar. Man muss immer noch sagen, es war nicht irgendein Rädchen in der Masche, es war ein ziemlich übler Nazi-Kerl, dieser Großvater. Und da habe ich schon erwartet, dass man ein bisschen mit einer anderen, es leben noch Opfer, auch von dem. Und da denke ich, muss man vielleicht ein bisschen anders oder, ja, ist mir diese Souveränität, die Sie jetzt so loben, ist mir, ich verstehe das schon, dass er den Betroffenheitskitsch nicht mitmachen will. Da attestiert, das sehe ich genauso, ist gut. Aber mir ist eine Spur zu souverän, zu kokettierend auch mit diesem Thema. Einer der souveränsten Autoren der Schweiz ist sicher Adolf Muschk, der heute 80 Jahre alt wird, der seinen 80. Geburtstag feiert. Er ist auch so eine doppelköpfige Begabung, natürlich weit mehr entwickelt jetzt als bei Per Leo, über ein ganzes Lebenswerk schon entwickelt von frühen Romanen, die das Japan in die Schweizer Literatur einführten. Er ist einer, der eben auch immer wieder in seinen Romanen essayistische Positionen einnimmt, der spielt, der das aber natürlich viel stärker dann mit einer Romanhandlung verknüpfen kann, was er an essayistischen Einfällen da bieten will. Er ist in einer gewissen Weise auch in der Schweiz mittlerweile einer der
ganz wenigen großen Intellektuellen, die auch die Öffentlichkeit in politischen Debatten bewegen kann. Wir denken auch, dass er in Deutschland, er war Präsident der Akademie, eine einflussreiche Stimme war. Er ist einer der wenigen und letzten ganz großen europäischen Denker, wo eben die Literatur, gespiesen aus der Antike über das Mittelalter bis in das neue Buch mit Reden im Erlebensfall hineingeht, wo er auch diesen Arachnefaden, den Faden der Spinne, der aus der Antike kommt und sich verwickelt, zu essayistischen Aufsätzen zu reden, wo er dann sagt, da bin ich dann aber sehr klar, die Gedanken sind einfach und treffend und manchmal auch überspitzt und sie kippen dann im erzählerischen Werk natürlich ins Mehrdeutige, ins Vieldeutige und diese amphibische Doppelbegabung, um ein Wort aus Per Leo aufzunehmen, dieses amphibische Doppel- und Vielfachköpfige von Adolf Muschk ist eigentlich einzigartig in der Schweiz und zeichnet ihn aus über alle anderen. Ja, ich denke, das ist eine große Fähigkeit, dass er einen unglaublichen Resonanzraum hat in sich drin, mit Wissen, aber auch, er ist für mich ein Spieler, auch er spielt unglaublich, er hat auch über seine Hypochondrie, ja, das ist ja auch ernst und es ist zugleich eine Krankheit, eine ernstzunehmende Krankheit an sich, auch die Hypochondrie, und es ist aber auch immer ein Spiel und er ist unglaublich mutig in seinen Büchern, in den Versuchsanordnungen. Für mich ist Adolf Musch zu lesen immer eine Schule des Scheiterns auch, weil er selber das auch immer riskiert. In allen Romanen gibt es eigentlich Passagen, wo man denkt, mein Gott, jetzt komme ich nicht mehr mit. Und dann irgendwann fängt er einen wieder ein. Das ist auch in seinem Haupt, im Roten Ritter, also in dieser Parzival-Nachdichtung der Fall, die mir einen unglaublichen Eindruck gemacht hat seinerzeit. Ein sehr sinnliches Buch auch. Überhaupt, man muss Muschka auch als ein großer Erzähler von Liebesgeschichten verstehen. Also er kann wunderbar Liebesgeschichten, in denen auch Krankheiten, Tod dann immer hineinkommt, kann er schildern. Und so das letzte wirklich faszinierende Buch von ihm, das war die Kinderhochzeit. Also das war, glaube ich, so etwa 2010. Wo sein Historiker von seiner Frau verlassen wird und sich in Frage stellt und sich dann irgendwie neu findet mit ganz 600 Seiten Roman, also ziemlich umfassend jedenfalls, und verliert sich wieder, findet sich wieder, und das zeichnet für mich diesen Adolf Muschka aus, also für mich ein ganz großer der Schweizer und überhaupt der deutschsprachigen Literatur. Ich weiß noch, als ich das Buch Im Sommer des Hasen im Büchergestell meiner Mutter einmal entdeckt hatte, relativ jung, und dann diese unglaublichen, auch erotischen Szenen aus Japan, aber ohne jeden Japan-Kitsch. Das hat mich damals als ganz früher Leser schon tief beeindruckt. Dieser Muschk, der für uns wirklich so eine ganz große Statur ist, so eine Art Leuchtturm auch der Aufklärung, des aufklärischen Denkens und auch des Beharrens auf der Kraft des Wortes, auf der Macht des Wortes, strahlt dieser Leuchtturm auch in Deutschland ja, so hell. Ja. Muschk ist so einer dieser großen Figuren des öffentlichen Intellektuellen. Ja, man kann auch dadurch, dass er auch in seinen politischen Bekundungen, anders als zum Beispiel so eine Figur wie Grass, ja immer noch so deutlich spürbar werden lässt, dass er nicht von der Politik herkommt, sondern von der Literatur herkommt. Aber mit der Literatur auch in die Politik geht. Ja? Der bei dem Grass zum Beispiel hat man ja manchmal das Gefühl, der ist aufgefressen dann von der Politik. Die hat ihm den poetischen Nerv geraubt. Nein, bei Muschk ist das wunderbar zu sehen, wie er die literarische Erfahrungsweise selber zur Kraftquelle wird, um über die Literatur hinaus ein Profil zu gewinnen. So. Mein Lieblingsbuch ist bei Muschk, da ich nun selber auch Biografien schreibe, ist das Gottfried Keller Buch. Ja? Das ist ein großartiges Buch. Und da merkt man ja auch, dass es jemand geschrieben hat, der, wie soll man sagen, die innerseelischen Betriebsgeheimnisse des Schreibens selber auch kennt. Und deswegen ohne
falsche Kumpanei sich bei Gottfried Keller zugleich unterhaken kann und sagen, gewissermaßen sagen kann, ja, was so unsere Probleme als Schriftsteller sind. Ja, das ist großartig. Gottfried Keller, der ja auch schon nach Berlin ging damals im Grünen Heinrich. Ja. Elke, wie kommt dieser Muschk in Berlin an? In Berlin weiß ich nicht, ich bin ja in Köln. Also er kommt schon an in Deutschland, klar. An der Akademie hat er sich ja auch immer stark gemacht und redet. Da hat Rüdiger Safranski völlig recht. Er kommt immer von der Literatur, von der Kunst her, nicht von der Politik, wie Grass, der nur noch verlautbart. Als ich vor über 20 Jahren diesen Literaturclub moderiert habe, Anfang der 90er, war das allererste Buch, was ich für einen Club lesen musste, Der Rote Ritter von Muschk. Und das ist so ein über 1000 Seiten Ding. Und da dachte ich, Jesus, das fängt gut an. Und ich habe es mit großer Freude gelesen. Es hat mich völlig fasziniert, denn die Parzival-Geschichte ist ja schon bei Wolfram von Eschenbach oder in der Wagner-Oper oder wo immer eine hochinteressante Geschichte. Der Tumbetor, der nicht fragt, der durch die Welt stolpert. Was ist der Gral? Das sind ja Dinge, die uns umtreiben. Und das fand ich bei Muschk ganz toll. Das geriet ihm zu einer Art Kapitalismuskritik, zu einem, der sich der Gesellschaft entzieht. Parzival hat diese Frau erobert, lebt da am Hof und ist eigentlich arbeitslos, hat nichts zu tun und zieht jetzt aus. Das Rittertum steht eigentlich auch nicht mehr hoch im Kurs und versucht diesen Gral irgendwie sinnvoll mit Sinn zu belegen. Das fand ich ein tolles Buch. Ich habe als Germanistikstudentin lange Walter Muschk und Adolf Muschk verwechselt und sehr spät erfahren, dass Walter Muschk, der die tragische Literaturgeschichte, heißt es, glaube ich, geschrieben hat, ein Bruder, Halbbruder von ihm ist, 30 Jahre älter. Und bis ich das dann in meinem Kopf zusammenkriegte, der eine der Literaturwissenschaftler, der andere der große Erzähler, heute kann ich sie auseinanderhalten. Und wir haben ja hier in der Sendung Löwenstern vor einiger Zeit auch von ihm besprochen. Und er ist zweifellos eine der wichtigsten Schweizer Stimmen, die auch bis nach Deutschland klingt, ja klar. Wenn wir mal ganz kurz darüber nachdenken, dass er eben nicht nur ein Autor von einzelnen Büchern ist, sondern eben ein ganz breit ausladender Autor, wo für mich auch ganz viele Szenen aus den verschiedenen Büchern eigentlich ineinander hineingreifen und ich mich sozusagen sträuben würde, jetzt mein Lieblingsbuch zu nennen, weil es eher diese ganze Schreibhaltung ist, dieses Verführen auch, sich immer wieder mit einem neuen Spiel, in einer neuen Spielanordnung zu erfinden. Das finde ich einfach so großartig, dass er auch jetzt immer wieder in jedem Roman auch Löwenstern sich nochmals neu einem Spiel hingibt, mit der Sprache eine neue Welt erschafft. In dieser Kinderhochzeit, die Sie erwähnt haben, gibt es auch eine Stelle, wo einer so mit einer Urne in das Tamangur-Waldgebirge beim Münstertal hinaufbricht. Ein Wort Tamangur, das Muschk schon immer als Kind schon fasziniert hat. Und dann sieht man am Schluss nur noch die Schneeschuhe und die Urne, die er vergraben hat. Und er hat sich verflüchtigt. Dieses Buch Kinderhochzeit spielt so um 2003, wo Muschk selber schwer erkrankt ist. Und er hat sich aber nicht verflüchtigt, sondern hat sich immer wieder neu erfunden. Und ich glaube, auch jetzt hat er kürzlich erzählt, dass er an zwei Novellen ist, die vielleicht zu einem Roman zusammenschmelzen. Und ich bin überzeugt, er wird sich noch mehrmals neu erfinden und uns mit seiner poetischen Kraft überraschen. Und jetzt kommen wir aber in einem harten Bruch zu Reto Henny. Reto Henny ist ein Autor, der sich auch neu erfunden hat, aber jetzt in einer ganz unglaublichen, kühnen Version von Ulysses. Reto Henny ist ein Autor, der in den 80er Jahren berühmt war für seine radikalen Texte, der über die Zürcher Jugendunruhen geschrieben hat, der damals schon James Joyce auftreten ließ am Platzspitz, wo dann später die Drogensüchtigen herumlungerten, dieses skeptische Lächeln von Joyce einbrachte in diesen Bericht aus der Jugendunruhenzeit. Und er hat dann später auch geschrieben in Flug, wie er eigentlich mal dieses Leseerlebnis von Ulysses, dieses zentrale Erlebnis seines Lebens, als er mit 15 ein Legastheniker war, in Chur am Gymnasium, er konnte nicht schreiben. Der Lehrer hat so mit einer roten Stift, fast mit ihren roten Jacke und Hose, immer seine Texte so korrigiert. Ein roter Hagel lief über diese Texte und der Lehrer hat ihm dann verschiedene Bücher zum Lesen gegeben, die Blechtrommel von Günter Grass und eben auch gesagt, lies Ulysses von James Joyce, dieses Meisterwerk der Avantgarde. Er durfte dann in einer Bibliothek, weil das Buch stand noch auf dem Index, dieses Buch lesen. Er hat mit diesem absolut unverständlichen, schwer verständlichen, schwerst verständlichen Buch eigentlich überhaupt erst Deutsch gelernt oder richtig schreiben gelernt. Und in diesem Nachhall hat er immer gedacht, ich möchte diesen Roman noch einmal schreiben, in einem Satz, in einer unglaublichen, freien Variation. Dieses Leseerlebnis allen Leuten zugänglich machen, in einem freien Spiel der Sprache. In einem einzigen Satz hat er das jetzt gemacht. Der Satz geht über 100 Seiten. Wir hören jetzt ein ganz kleines Fragment, wo Leopold Blum, der Held von
von Ulysses durch die Gassen und Gossen von Dublin streift und eine Frau auf sich zukommen sieht. Er ist natürlich schon leicht angesäuselt. Wie könnte es in Irland anders sein? Wir tauchen jetzt ein in diese Trunkenheit der Sprache, in diesen Bewusstseinsrausch von Joyce Reto-Henny und Thomas Sabacher, der uns das vorliest. Muss eh grad. Und besser ist es, die Luft wird vom Cidre sein, vielleicht vom Burgunder. Oder war die Leber nicht mehr ganz frisch? Im Freien zischen zu lassen. Wo? Auch das noch. Und warum ausgerechnet jetzt? Ist doch gar nicht ihr Strich. Glasig im Licht und knochig fahl eine schlampige Flöte mit keck auf Durst geschrägtem Matrosenhut. Das Gesicht wie Unschlitt, links über dem schläfrigen Lied zum Fürchten bei Tag ein schweres Gerstenkorn. Das andere ihrer kohlumrandeten, katzengrünen Augen leicht schielend, in der Rehle der Brandschuten rechten eine Kettenbörse schlenkernd, während ihr auf der anderen Seite unter dem zerlumpten, ausgefransten Jackett von mehltauig verschossenem Erdbeerrot hervor nachlässig ein Senkelstift der Korsettschnürung baumelt, die gesprungenen Lippen zu scharlachenem Herzchen verschminkt, heiser vor sich hin trällernd. Que vos grands yeux pleins de douceur ont charmé tout mon cœur. Mais je sais, les jeux sont faits. Recht hat sie, rien ne va plus. Auf klackenden Hacken, die vom Stehen geschwollenen Füße mit den blutroten Nägeln in unglaublichen Schuhen, die aussehen, als habe irgendein verdrehter Schuster gewettet, es gelänge ihm, einer Frau auf etwas, denn man kann wirklich nicht sagen in etwas, Halt zu verleihen und sie drauf gehen zu lassen, das so wenig zum Gehen gemacht ist wie bestimmte Requisiten von Akrobaten, die ebenfalls eher Folterinstrumenten gleichen. Eine Herausforderung des Gleichgewichts und des gesunden Menschenverstands, durch den vom Markt am Hafen in die Gassen gedrückten Gestank von Kloaken, ranzigem Öl, Fisch und faulen Melonen den Quai entlang. Gib Acht, du Holde, wo du hintrittst, denn der Stein trügt, möchte man ihr zurufen, aber dann hat man sie am Hals. Übers Katzenkopfsteinpflaster auf ihn zugestarkst kommt, hässlich und aussichtslos. Und doch war auch sie geliebt worden, hatte eine sie einst auf den Hahnen getragen, unter ihrem Herzen. Und wäre die nicht gewesen, die rasende Welt hätte sie viel eher zertrampelt. Was soll's also? Sie soll leben, so gut wie alle anderen, resoniert er, rasch sich wendend, umgespiegelt im Glas eines Antiquitätenfensters, ganz Aug für eine Reihe verbeulter Kerzenständer und ein wurmstichiges Harmonium mit zerfressenen Bälgen, die in der Bar geschriebene Antwort für seine Martha in der Tasche, ob der schlappen Erscheinung geschockt, die ihm da entgegenblickt, reflexartig den Bauch einziehend, sich als Henry F. zu betrachten, bis die einstmals feine Dame hinter ihm vorbei ist. Danke. Wir haben einen kleinen Atemzug, einen kleinen Atemhauch aus diesem atemlosen, vor sich hinhetzenden und immer neu sich überwölbenden Buch mit diesem Sprachspiel von Joyce, aber auch von anderen modernen Romanen bis hin zu Blick am Abend, den er einwirft, wenn es um einen Troglodyten in einem Bar geht, wo der einäugige Polyphem aus Homer hockt. Aber dieser Einäugige ist natürlich ein populärer Schweizer Politiker, der Bilder von blondschöpfigen Damen sammelt. Also er vermischt alle Ebenen, wirklich das Triviale der Abendzeitung, der Schlagzeilen mit Hochliteratur. Und mir hat dieses Buch den Atem verschlagen. Sie haben es gehört, man saugt das ein, möchte auch wieder mal ausatmen. Herr Schütt, atmen Sie einmal aus. Ja, ich habe mich zunächst einmal sehr gefreut, dass Henny wirklich nach sehr langer Zeit wieder auf der literarischen Ebene auch tätig und aktiv ist. Er hat immer solche Größen gehabt, hat sich an denen auch abgearbeitet, hat sie verarbeitet in der Literatur. Und ich finde auch das Covern von Liter, das ist genauso in der Rockmusik oder im Jazz, das ist völlig legitim. Es gibt wunderbare Paraphrasen, auch Persiflagen, auch für den oder für diejenigen, die Joyce kennen. Zum Beispiel sagt er dann auch an einer Stelle, geht es nicht noch etwas komplizierter, weil es liest sich, weiß Gott, nicht ganz einfach, das Buch. Also muss es vielleicht auch laut lesen, auch dann ist es nicht ganz einfach. Also, aber er hat eine gewisse Selbstironie drin, aber was ich dann vielleicht ein bisschen beklage,
Es sind alles ein bisschen die Verfahren, die Joyce schon gewählt hat. Und Joyce war natürlich auch ein Humorist erster Güte. Auch die sprachlichen Verfahren sind eigentlich die von Joyce. Dann die inhaltlichen Bauteile, die wollte er eigentlich auch von Joyce übernehmen. Zuerst ganz übernehmen, dann hat er noch Claude Simon, andere Autoren auch eingebaut, Flaubert. Aber ich finde es ein sehr sympathisches Buch, aber ich meine, er hätte da durchaus auch Joyce ernster nehmen können und eben auch Joyce selber ein bisschen ironisieren oder mehr ironisieren, mehr persiflieren können. Das hätte mir noch, er hätte das gekonnt, es hätte mir mehr Spaß gemacht. Ich glaube ja, dass er natürlich schon abbilden will, was in seinem Kopf geblieben ist, hat die letzten anderthalb Jahre, wo er ein Buch schrieb, eben Joyce und Ulysses nicht mehr aufgetan, sondern er will eigentlich diese Erinnerungsspur weitertreiben. Und irgendwie kommt natürlich von diesen vielen Plots in Ulysses, dieser Plot von Leopold Bloom, der da durch diese Stadt geht, sehr klar zum Tragen. Und das hat mich schon aus dem Buch auch herausgerissen, natürlich auch in Ulysses hinein. In einer Webrunde reden wir noch über unsere eigene Leseerfahrung mit Lebenserfahrung mit James Joyce und Ulysses. Aber Ihnen war auch der Schalk ein bisschen jetzt in die katzenäugigen Augen geschrieben, als Sie Julian und mir zuhörten. Ich habe dann noch eine andere Geschichte. Der Reto Heni, Ende der 70er Jahre, da saß er bei uns in Berlin in der Wohnküche und dann haben wir hier auch ein schönes Glas Rotwein getrunken und damals hatte er großen Erfolg gehabt mit einem Buch, gerade auch über den Zürcher. Diese Unruhen und so weiter. Und war also ein sehr beeindruckender Autor. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren und ich habe auch literarisch nichts mehr gehört von ihm. Und jetzt bei dieser Gelegenheit, werde ich jetzt mit diesem Buch jetzt konfrontiert. Und das eine, was mir da auffällt, und das ist erstmal was sehr Schönes, die Literatur kann einem wieder dazu bringen, Literatur zu machen. Ganz einfach. Die Literatur ist das. Also die Athene ist aus dem Kopfe von Zeus entsprungen. Ja? Und der Reto Heni als Autor ist jetzt aus dem Kopfe von James Joyce nochmal neu gesprungen. Dass die Literatur dazu verhilft, zur literarischen Wiedergeburt. Ja? Das ist ein Therapeutikum allerhöchsten Grades. Das ist auch toll, dass sowas möglich ist. Ja, natürlich, das ist seine obsessive Welt, jetzt hier der Ulysses von Joyce. Und daraus findet er und entdeckt sich selbst wieder als Autor. Und die allmähliche Erschaffung, die Wiedererschaffung eines Autors durch einen anderen, wir hier wie im Reagenzglas gewissermaßen beobachten. Und das ist ein schöner Vorgang und für Reto Henning freut mich das, wenngleich es, muss ich dazu auch sagen, eigentlich nicht so meine Welt ist, weil es ist ja so, entweder liebt man Proust oder man liebt Joyce. Ich liebe Proust und deswegen ist Joyce für mich immer irgendwie, da bin ich nicht ganz con amore bei der Sache, ja. Aber ich finde es trotzdem gut, dass hier eine Wiedergeburt stattgefunden hat. Ich denke, wenn man so ein Buch schreibt, ist es keine erzählerische Absicht, die man hat, sondern eine ästhetische. Er will ja nicht eine neue Geschichte erzählen, sondern er versucht, mit Sprache was zu machen. Ich lebe mit einem Komponisten und der liest zu meinem Kummer nicht. Der liest immer nur Partituren. Und jetzt hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ich lese auch eine Partitur. Es ist wie Musik, es ist wie Noten, es fließt ineinander. Mir war irgendwann egal, was er sagt. Ich habe es fließen lassen und am Ende stellt sich schon ein Sinn, ein Tag ein. Es ist so, wie wenn man 3 Gläser Wein getrunken hat und geht durch so einen Nachmittag. Man sieht alles nicht so ganz klar, aber es fügt sich doch irgendwie. Und das finde ich schön. Es ist wie eine große Melodie, das Buch. Es ist nicht die Art Literatur, die ich wahnsinnig gerne lese, aber ich bewundere die Kunstfertigkeit und den Anspruch, den er hatte, den hat er eingelöst. Anhand von Joyce, er bleibt nicht zurück. Man will ihn jetzt nicht neben den großen Joyce stellen. Aber was er macht, scheitert nicht. Er hat sich diesen riesigen, tausendseitigen Ulysses genommen und hat 140 brillante, kleine Spaziergänge aus dem Kopf von Leopold Bloom daraus gemacht. Und ich finde das legitim und ein ganz erstaunliches Buch. Nicht einfach zu lesen, aber wie gesagt, als Partitur kann man es nehmen. Reto Heni ist also aus Blooms Schatten, aus Joyce Schatten getreten, ohne mit ihm rivalisieren zu wollen, was ja auch fast aussichtslos ist. Es ist wirklich uneitel, es ist verspielt und es regt uns eben auch wirklich an, das ganz frei zu lesen, frei unseren Kopf einzusetzen, Fantasien entstehen zu lassen. Und wirklich die große Kunst ist, vielleicht nicht immer nur der Wortklang
der ist bei Joyce manchmal noch virtuoser, aber was mir sehr gefällt, ist schon die rhythmische Staffelung des Buches, das Ausatmen und Einatmen, manchmal sind nur ein paar Worte auf einer Seite und dann ist es wieder dicht gedrängt. Es ist so eine wirklich eine rhythmische Lese- und Lebenserfahrung. Mhm. Jetzt kommen wir zu den Tipps, Elke. Ja, ich habe was ganz Schweizerisches diesmal. Ich dachte, ich bin immer bei euch in der Schweiz und ich liebe die Schweiz und ich muss jetzt mal ein Schweizer Buch machen. Es heißt Coole Schweizer und ist von einer Schweizer Fotografin, Sonja Lacher. Es ist in diesem Schuber, ich habe es jetzt mal rausgenommen. Und cool wird hier geschrieben wie Kuh und es geht um Kühe. Diese Fotografin hat nur Kühe fotografiert und zwar nur schwarz-weiß. Ich zeige mal eine für viele. Sind alle schön. Und sie legt großen Wert auf Details, auf die Hörner, die Augen, das Fell. Zeigen wir wenigstens mal eine von den vielen schönen Kühen. Es gibt in der Schweiz 1,6 Millionen Kühe und wir verdanken denen außer Eiern so ziemlich alles. Käse, Sahne, Milch, Leder, was wir alles diesem bescheidenen, riesigen Tier, das nur Gräslein frisst, verdanken. Und dieses Buch ist den Schweizer Bauern gewidmet, die sich diesen 32 verschiedenen Rinderrassen und diesen 1,6 Millionen Kühen widmen. Und zu dem Buch von Sonja Lacher hat Dieter Meier, der Musiker, ein kleines, liebevolles Vorwort geschrieben. Und es ist eine Freude, hier zu blättern und für diese Tiere einfach wieder Liebe und Respekt zu entwickeln. Coole Schweizer Swiss Stars von Sonja Lacher aus einem Schweizer Verlag, AS Verlag. Dir? Ja, mein Tipp ist ein Buch, ein Büchlein, ein wunderschön aufgemachtes Büchlein von Kurt Riechelmann über Krähen. Ach, guck mal, ich die über Kühe, Krähen. Du die Krähen, das ist ja wunderbar. Über Krähen. Das Krähen passt, ja. sind wie in der Evolutionsgeschichte verfolgen uns die Krähen wie ein Schatten. Die sind immer da, wo die Menschen waren und sind. Und sie sind intelligent. Und weil sie intelligent sind, werden sie von den Menschen besonders gejagt. Vielleicht aus Konkurrenzgründen oder auch aus Neidgründen. Die werden gegessen. Und die Krähe ist ein Vogel, der lebt in der Natur und er lebt auch in der Imagination. Und er ist ein Vogel, der Fantasien auf sich zieht. Und dieses Buch ist eine wunderbare Mischung. Es ist ganz streng, fast wie Brehms Tierleben, werden die verschiedenen Krähenarten auch beschrieben. Ich wusste gar nicht, dass es so viele gibt. Das sind ja auch die Raben. Und die allerintelligentesten sind die Kolkraben, wusste ich auch nicht. Also da bekommt man, da können wir alle gar nicht mehr mithalten und mitreden, ja. Und sie werden beschrieben und zugleich immer auch ihre literarische Bedeutsamkeit. Bis hin natürlich auch zu Hitchcock, Hitchcocks Vögel, ja. Ein wunderbares Buch, nicht nur für Vogelfreunde, sondern auch Leute, die einen Vogel haben. Ja, ich habe eine Graphic Novel ausgewählt, die wieder eher zu Lur und Petrovskaya passt. Das ist von Michel Kichka, ein Belgier, der nach Israel ausgewandert ist, seit 40 Jahren jetzt dort lebt, nie nach Deutschland ging. Dieses Buch, das ist inzwischen fast auch ein Klassiker wie Maus von Art Spiegelman, also eine Auseinandersetzung mit der Geschichte des Vaters, der die ganze Familie wurde ausgerottet, der Vater war in Auschwitz im Konzentrationslager und kann aber über die Shoah eigentlich nie richtig mit dem Sohn erzählen. Und der Sohn wiederum kann dem Vater nie richtig über seine Albträume berichten. Und das holt er jetzt in diesem Buch in Zeichnungen nach. Hervorragender Strich, ja auch ganz eindrucksvolle Bilder, wie er Alltagsszenen an einem Esstisch beschreibt, wo der Vater vor allen Kindern plötzlich ganz grauenhafte Ereignisse aus dem Konzentrationslager wieder wie herausbrechen, herausreden muss. Und die ganze Familie ist geschockt und er wächst eigentlich und das Buch zeigt eigentlich, dass diese Shoah, die ganzen Ereignisse einfach nicht abgeschlossen sind, das lebt bis heute weiter und von daher ist dieses Buch die zweite Generation, was ich meinem Vater nie gesagt habe, sehr zu empfehlen.
James Joyce starb ja nicht nur in Zürich, er lebt auch in Zürich jetzt wieder neu auf, dank Reto Henny, wir haben es gehört. Er lebt auch in Zürich immer wieder neu auf, dank Fritz Zehn, dessen Zerinnerungen, die Lebenserinnerungen von Fritz Zehn zu seiner lebenslangen Leseleidenschaft mit Joyce in diesem Band nachzulesen sind im NZZ-Buchverlag. Fritz Zehn kriegt oder hält den Festspielpreis von Zürich dieses Jahr. Rüdiger Safranski wird am 14. Juni die Eröffnungsrede der Festspiele halten. Fritz Zehn ist sicher auch jetzt in Reto Hennys Buch versunken. Es würde mich wundern, was er als Joyceaner, der sein Leben wirklich Joyce hingegeben hat, in Leidenschaft davon hält. Wir werden das jetzt in der Sendung natürlich nicht mehr erfahren, aber wir werden es vielleicht dann einmal lesen oder hören in einem Aufsatz, vielleicht auch während der Festwochen. Ich danke für diese wunderschöne Diskussion, die mir auch die Ohren für und die Augen für verschiedene Aspekte in diesen Büchern, in diesen schwierigen Büchern geöffnet hat. Und ich freute mich auch sehr, dass Reto Henny auch bei Ihnen auf so offene Augen fiel. Wir haben uns alle selber auch ein bisschen wieder überrascht, wie sich Adolf Muschk immer wieder überrascht. Vielen Dank, Elke Heidenreich, Rüdiger Safranski, Julian Schütt, auch Ihnen hier im Papiersaal in Zürich. Vielen Dank fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder am 24. Juni und dann werden wir unter anderem von Erich Maria Remarque Im Westen nichts Neues noch einmal oder ein erstes Mal lesen. Vielen Dank.